السلام عليكم. Wir sind immer noch mit dem Sahabi Sa'id ibn Amir al-Jumahi. Es ist nicht viel Zeit vergangen, als Umar radiallahu anh, gesegnet soll er sein, nach Hims gereist ist, um die Lage dort selbst zu prüfen. Die früher auch Al-Kuwaifa, also die Verkleinerung von Al-Kufa, die Stadt im Irak, genannt worden ist. Denn die Leute von Hims beklagten sich ständig von ihrem Herrscher, also Wali, und ihren Arbeitern. Genauso wie sich die Leute von Al-Kufa beklagt haben. Angekommen sah er, wie die Menschen, die Leute von Hims, ihn grüßten. Amir al-Mu'minin fragte: Wie ist euer Wali, euer Prinz in euren Augen? Und so begannen sie sich, von ihm zu beklagen. Vier Taten haben sie von ihm erwähnt, jede ist schlimmer als die davor. Umar radiallahu anh versammelte Sa'id ibn Amir und die Menschen und bittete Allah, dass Sa'id ibn Amir ihn nicht enttäuschen soll. Denn er vertraute ihm sehr. Als die Sitzung begonnen hat, fragte Umar radiallahu an: Von was beklagt ihr euch? Sie sagten: Er kommt nicht zu uns, erst wenn die Sonne emporsteigt. Umar radiallahu an richtete sich zu Sa'id und sagte: Was sagst du dazu, O Sa'id? Er blieb eine Weile still und begann zu reden: Wallahi, ich wollte es nicht sagen, aber wenn ich es muss, so habe ich keinen Diener, der mir hilft. So bereite ich jeden Morgen den Teig selber für meine Familie und warte, bis es sich entfaltet, und dann mache ich die Brote. Nachdem ich damit fertig bin, nehme ich Wudu und gehe zu den Leuten. Hier fragte Umar radiallahu anh wieder die Menschen: Und von was beklagt ihr euch noch? Sie sagten: Er akzeptiert niemand, der zu ihm kommt bei Nacht. Umar wendete sich wieder zu Sa'id: Und was sagst du dazu? Sa'id sagte: Wallahi, ich wollte das auch nicht erzählen, denn am Tag bin ich mit den Menschen und kümmere mich um sie, doch die Nacht habe ich Allah gewidmet. Hier fragte Umar radiallahu anh wieder: Und wovon beklagt ihr euch auch? Sie sagten: Im Monat gibt es einen Tag, wo er überhaupt nicht kommt. Was sagst du dazu, O Sa'id? Sagte Umar radiallahu anh: O Amir al-Mu'minin, ich habe keinen Diener und ich habe keine Kleider, außer das, was ich gerade anhabe. Und dieses Kleid wasche ich einmal im Monat, warte, bis es trocken wird, und am Ende des Tages gehe ich raus zu ihnen. Umar radiallahu an sagte weiter: Und was noch? Sie sagten: Von Zeit zu Zeit fällt er in Ohnmacht, sodass er nicht ganz bemerkt, was um ihn passiert, und verschwindet plötzlich von der Sitzung, also die Orte, wo man versammelt ist. Was sagst du dazu, O Sa'id? Fragte Umar radiallahu anh. Hier antwortete Sa'id mit einer Sache, die er all die Jahre nicht vergessen konnte: Ich habe den Tod von Khubayb ibn Adi mit eigenen Augen gesehen, wie Quraysh ihn seine Körperteile genommen haben und ihn jedes Mal fragten: Willst du, dass Muhammad an deiner Stelle ist? Und jedes Mal rief er: Nein, Wallahi, ich will nicht sicher mit meiner Familie sein, und Muhammad wird mit einem Dorn verletzt. Jedes Mal erinnere ich mich an diesen Tag und wie ich nicht an seiner Seite war und denke danach, Allah wird mir nicht verzeihen. Und dann falle ich in Ohnmacht. Nachdem die Fragen zu Ende waren, sagte Umar radiallahu anh dankend: Alhamdulillah, gelobt sei Allah, dass ich nicht enttäuscht wurde, und gab Sa'id radiallahu anh 1000 Dinar, was heute ca. 21.000 Euro macht. Als die Frau von Sa'id das sah, sagte sie: Alhamdulillah, der uns endlich erleichtert hat. Kaufe uns Vorräte, Verpflegung und einen Diener. Sa'id sagte: Sollen wir nicht damit was Besseres anstellen? Seine Ehefrau fragte: Und was ist besser? Wir geben das Geld demjenigen, der es mehr als uns braucht. Sie fragte dann: Und was ist daran besser? Er antwortete: Wir leihen es Allah als ein schönes Darlehen, also wir geben es auf Allah Wege, damit er es uns am jüngsten Tag als Belohnung verdoppelt. So sagte sie: Ja, und möge dich Allah mit Gutem belohnen. Hier verließ er die Sitzung, in der er war, und legte die Münzen in einzelne Beutel, gab sie einer seiner Familie und sagte ihm bittend: Gib das der Witwe so und so, und schicke das den Waisen so und so, und dem Armen so und so, und dem Bedürftigen so und so. Möge Allah Azza wa Jal mit Sa'id ibn Amir al-Jumahi zufrieden sein.
denn er gehört zu denen, die sich selbst vorziehen, auch wenn sie selbst bedürftig sind.